Vor 9 Jahren hat die Weltgemeinschaft in Paris 2015 das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Da haben wir uns alle darauf verständigt, die CO2-Emissionen bis 2050 auf netto null zu fahren. 9 Jahre später stehen wir hier und machen ganz viele Sachen, vor allen Dingen im Baugewerbe, noch genauso wie vorher. Es wird in den Schulen und Universitäten das Gleiche gelehrt und wir kommen, zumindest ist das unser Gefühl, nicht ins Handeln. Und darum geht es aber. Wir müssen ins Handeln kommen. Und zwar nicht morgen oder mal überlegen, wie, sondern anfangen und machen. Wir brauchen eine Bauwende. Warum Bauwende? Im Bauen holzen wir, holz IKEA als Beispiel, alle 2 Sekunden einen Baum ab, der 60 Jahre gewachsen ist, um daraus ein Möbel herzustellen, was 10 bis 15 Jahre genutzt wird. Und danach gefällt uns die Farbe nicht mehr. Wir stellen ihn an die Straße und dann wird Bärmüll. Verbrannt, damit ist Rohstoffholz in der Hinsicht verloren. Da wird ein bisschen Wärme rausgewonnen, aber die CO2-Emissionen, die im Baum gebunden war, haben wir für ganze 15 Jahre in einem Wegwerfmöbel gebunden, um sie dann wieder wegzuschmeißen. Und das kann doch nicht die Art und Weise sein, wie wir als Gesellschaft in Zukunft Dinge nutzen möchten, sondern es geht um Weiterverwenden, es geht um Bauwende, es geht um Reparieren, um all die Tugenden, die wir in den letzten 50 Jahren verloren haben. Außerdem verkleben, so, es gibt eine ganze 80 Jahre lang hat sich jetzt eine Bauchemieindustrie entwickelt, um möglichst Fliesen dauerhaft mit 23 Untergründen mit Flüssigabdichtungen noch zu verkleben. Teppichböden, Linoleumböden, Vinylböden werden dauerhaft auf irgendwelche Spanplatten geklebt, was du nachher nur noch stückweise wieder runterstellen kannst und was du als Sondermüll entsorgen musst. Müll ist ein Designfehler. Vor 100 Jahren haben wir alle Sachen, mit denen wir gebaut haben oder die wir erworben haben, wenn ein Radio kaputt war, dann haben wir es repariert. Wenn ein Möbelstück kaputt war, meistens war es auf Massivholz, dann hat man das abgeschliffen, repariert, neu angeleimt und es weiter verwendet. Heute bricht ein Fuß irgendwo, da schmeißt man weg. Weil es klar ist, dass ich für 5 Euro einen neuen Stuhl kaufen kann teilweise. Das ist eine Art und Weise, die wir uns nicht mehr leisten können. Wenn wir uns angucken, wie viele Gebäude wir in Deutschland abreißen, gibt einen starken Zusammenschluss aus Architects for Future und aus anderen engagierten Menschen, die den Abrissatlas entsprechend katalogisiert haben, wo hunderte von Gebäuden katalogisiert wurden. Checkt out die Website jetzt hier irgendwo in den Links oder oben eingeblendet, wo gezeigt wird, welche Gebäude abgerissen werden, weil sie ästhetisch nicht mehr schön sind, weil sie vermeintlich nicht mehr renoviert werden können oder weil es zu aufwendig ist. Aber in diesen Gebäuden sind tausende Tonnen von CO2-Emissionen gebunden. Wenn wir mit dem Klimaziel ernst meinen, können wir uns das nicht mehr leisten, diese Gebäude abzureißen. Sondern es geht um Reparieren, Weiternutzen, Umnutzen. Bauwende ist das Thema. Wenn wir etwas ändern wollen, wie wir bauen, und wenn wir uns einig sind, dass das Bauen unglaublich schädlich für den Planeten ist, dann müssen wir uns neue Wege überlegen, wie wir seit gestern bauen. Weil die Zeit drängt. Wir müssen anfangen und machen. Ich sehe den Schlüssel im Handwerk, ich sehe den Schlüssel bei Planern, die gemäß den Ideen der Bauwende, also wie ich schon mal sagte, weiternutzen, umnutzen, reparieren, nicht verkleben, lösbare Verbindungen, hochwertige Materialien, einfache Materialien, reparierbare Materialien entsprechend einzusetzen und mit dem zu arbeiten, was wir haben. Und es geht. Wenn wir wollen, geht es. Wir haben mit unserem Partner Concula in Frankfurt eine Marmortheke gefunden. 12 Meter lang in so einem Glasbürohochhaus. Das wird jetzt da nicht mehr gebraucht. Da hat er jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre gestanden. Da wird jetzt normalerweise deponiert. Grüner, wunderschöner Marmor. Und wir haben Handwerker angerufen und gefragt, Steinmetze, könnt ihr uns die ausbauen? Wir würden die gerne woanders wieder einbauen. Wir haben gesagt, nee, das können wir nur zertrümmern. Das wurde vollflächig verklebt auf dem Holzgrundkörper, Verbundmaterial hergestellt in Trümmern. Ich baue euch dann lieber neu. Das ist eh günstiger. Kann ich auf Maß in die Werkstatt, viel einfacher. Aber darum geht es ja nicht. Wir wollen weiter nutzen. Und dementsprechend sind wir mit einem Team hier aus Düsseldorf nach Frankfurt gefahren und haben diese Marmorplatten von dem Grundkörper geschält. Wir haben es probiert und es ist uns gelungen. He was
Und jetzt bauen wir eine mega geile Theke daraus und nicht mehr vollflächig verklebt, weil bloß keine Verbindungen zeigen, sondern mit kleinen Haken aus Metall, ganz offensichtlich, wie es verbunden wurde. Und daraus bauen wir einen mega geilen Kaffeecounter in Aachen und haben somit 1,5 Tonnen Marmor erstmal A vor der Deponie bewahrt und B, wir brauchen keinen neuen bestellen, keine Transportemissionen aus China, keinen neuen Zuschnitt und so weiter, sondern weiterverwenden und geile Sachen daraus bauen. Und das können Handwerker und Handwerkerinnen können genau diese Leistung bringen. Sich Sachen angucken, kann man die noch verwenden, kann man die umbauen, dranschleifen, abschneiden und dann was Neues daraus bauen. Dazu haben wir doch eine ganz hervorragende Ausbildung genossen. 3 Jahre, dual. Ja, es gibt viele Beispiele, wie man Dinge weiterverwenden kann. Bei uns jetzt in letzter Zeit als Beispiel. Wir sollten Wandverkleidung machen. Da haben wir erst ein Akustikpanel vorgestellt, Cradle-to-Cradle zertifiziert. Aber unser Kunde wollte, dass wir Dinge aus dem Bestand weiterverwenden. Wir haben 500 Stühle gefunden. Daraus haben wir die Stuhlflächen genommen und daraus eine Wandverkleidung gemacht. Wir haben hier in Düsseldorf in einem Gebäude Glastrennwände zurückgebaut und wieder eingebaut und nachgewiesen, wie viel Emissionen, wie viele Tonnen Emissionen wir dadurch eingespart haben, wie viel Müll wir vermieden haben, tonnenweise, bei einem ganz kleinen Projekt auf 250 Quadratmeter. Außerdem haben wir 80 massive Heizkörperverkleidungen zurückgebaut. Die waren mal perfekt, ja, individuell angefertigt, genau für diese Nischen. Wertvolles Aluminium. Man hätte sagen können, Aluminium, geschlossener Kreislauf, der wird eingeschmolzen und weiterverwendet. Aber dieser Schmelzprozess, da steckt wieder so viel Energie drin. Weiterverwenden und umbauen ist der Schlüssel, um Emissionen im Hier und Heute zu sparen. Und wir haben mit 2 Studierenden aus Münster, die Gestaltung studieren im Handwerk, daraus jetzt Outdoor-Bänke geworfen, um diese Produkte entsprechend weiter zu verwenden. Mit den Beispielen zeigen wir, es geht. Wenn man es wirklich, wirklich will, dann können wir heute mit dem Fachwissen, was wir als Innenarchitektinnen, als Handwerker und Handwerkerinnen haben, können wir heute Bauwände machen. Wir müssen Verantwortung übernehmen und die Dinge nicht so machen, wie wir das in den letzten 50 Jahren gemacht haben, sondern weiterdenken und zu alten Tugenden zurückkommen und entsprechend umbauen, reparieren, neu machen. Es gibt Büros, die uns inspiriert haben, ist das Baubüro in situ in der Schweiz. Seit 20 Jahren bauen die ausschließlich Architektur und Innenarchitektur aus wiedergewonnenen Materialien. Das Büro LXSY aus Berlin hat mit dem Circle House in Berlin gezeigt, dass es geht. Und wir bei Ursmann Interior folgen und sind der Überzeugung, wenn man will, geht's und lasst anpacken und machen. Gemeinsam. Außerdem unser Partner Concula, eine hervorragende Plattform für wiedergewonnene Baustoffe, für Lebenszyklusanalysen, für gesamte Gebäude und ganz viele Handwerksunternehmen, mit denen wir arbeiten, die richtig Bock haben, Sachen zu reparieren, umzubauen, nicht mehr zu verkleben, zu schrauben. Die müssen wir mitnehmen und zeigen, wie wir gemeinsam die Bauwende gestalten können. Und es gibt viele Beispiele, wie das heute schon funktionieren kann. Wenn wir über innere Trennwände sprechen, die in Büroetagen alle 3 bis 5 Jahre komplett erneuert werden, gibt es verschiedene Mittel, wie wir heute schon entweder weiterverwenden können, zum Beispiel mit unserem Partner ReUnit, der Trockenbauwände erntet, also teilweise zurückbaut. Und mit diesen rückgebauten, gebrauchten Gipskartonplatten bauen wir neue Wände. Ein Beispiel, es gibt die Firma IceJaw, die aus stramm gepresstem Stroh nicht tragende innere Trennwände herstellt, oder Claytec, die Lehmfertigbauplatten herstellen, die wir, ja, ähnlich wie Gipskartonplatten zu Wänden verarbeiten können. Oder Hanfkalk als Mauerstein quasi, der mit einem negativen CO2-Fußabdruck auf die Baustelle kommt und entsprechend, ja, ressourcenschonend und auch CO2-reduzierend eingesetzt werden kann. Also, wenn ihr Bock habt auf Transformation, auf Bauwende, dann hier der Shoutout. Lasst uns connecten. Wir brauchen viele. Laut Klimafolgenforschern brauchen wir gesellschaftliche Tipping Points, um die Klimaziele, auf die wir uns in der Welt verständigt haben, entsprechend gemeinsam zu erreichen. Also lasst anfangen, loslegen, anpacken an alle Planer, Planerinnen, Architekten, Handwerker und Handwerkerinnen. Vor allen Dingen, die, die machen, lasst mal loslegen. Ich hab Bock. Ja, genau. Guter Punkt.
abonnieren, da, dabei sein, folgt uns. Wir versuchen, die Dinge, die Erfahrungen, die wir machen, mit euch zu teilen. Wie können wir Transformation im Bauen gestalten? Jo, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.